Ich möchte die Dezimalzahl 0,8 als Bruch darstellen. Also wir fangen mit 0,8 an. 0,8. Und diese Zahl möchte ich jetzt als Bruch darstellen. Wie mache ich das? Nun, du überlegst dir bitte zuerst, dass diese 8 hier an der Zehntelstelle ist. Das sind also Zehntel. Das bedeutet, 8 heißt, es sind 8 Zehntel. Und so schreibe ich das jetzt mal hier hin. 8 Zehntel oder 8 geteilt durch 10 oder 8 mal 1 Zehntel. Und weil du ja schon einiges zu Brüchen erkennst, weißt du, dass ich hier kürzen kann. Und zwar sowohl 8 kann ich durch 2 teilen und 10 kann ich auch durch 2 teilen. 2 muss hier hin. Was kommt da raus? 8 geteilt durch 2 ergibt 4. Und 10 geteilt durch 2 ergibt 5. Und deswegen ist unser Ergebnis 4 Fünftel. Oder anders ausgedrückt, die Dezimalzahl 0,8 kann ich auch als 4 Fünftel darstellen.